Amen. Neugeboren werden, einen neuen Anfang machen. Also das heißt, wie gesagt, nicht, dass alles falsch ist, alles schlecht ist. Aber mit dem Herrn gehen, das ist neugeboren werden. Und Jesus sagt zu dem Nikodemus, können die draußen, können die mich verstehen? Ja. Ah, okay, gut. Ja, und Jesus sagt, wer von neuem geboren ist, der ist vergleichbar mit dem Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du hörst sein Brausen. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die viele heute Morgen hier machen, auch gestern schon. Ihr hört irgendwie das Brausen des Windes. Wer kann das mit Halleluja bestätigen? Halleluja. Ja, okay. Und wer könnte bestätigen, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht? Es sind auch einige, ja. Und das ist gut so. Wir wissen nicht, wie das jetzt gehen soll. Wie soll das geschehen? Wie kann ein alter Mann dann in den Schoß meiner Mutter zurückgehen? Ist ein No-Go? Geht überhaupt nicht, ja. Also vom rein menschlichen gesehen her, ist das nicht zu verstehen. Aber unser Geist, ja, ich habe das gestern gesagt, wir sind Geist. Und unser Geist spürt, da ist etwas in Bewegung gekommen. Und da will auch etwas in Bewegung kommen. Da will etwas sich in Bewegung setzen und da will sich etwas öffnen. Und es gibt im Amerikanischen, aber auch im Kroatischen, bei der Heiligen Messe, ihr kennt dieses Gebet, Herr, sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Ihr kennt das Gebet, ja? Und im Englischen oder Kroatischen habe ich das dann gelesen. Ich kann Quatsch nicht wirklich sprechen, kann Vater unser gegrüßt, das kann ich schon, ja. Aber da steht, let the Holy Spirit like the dew fall come upon this, upon bread and wine. Lass den Heiligen Geist wie den Tau, wie die Tautropfen auf Brot und Wein herabkommen. Und ich glaube, es ist das, was jetzt schon im Gange ist, was jetzt bei uns allen geschieht, also auch bei mir, ist der Heilige Geist auf uns alle so wie ein angenehmer Tau, jetzt wenn es heiß wird, ja, dann freut man sich, dass man so ein bisschen diese Frische bekommt. Und diese Sanftheit des Heiligen Geistes, er berührt uns. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird uns nicht, er wird uns nicht angreifen, wird nicht aggressiv sein. Er wird sein wie der Wind. Und diese Zärtlichkeit, der Heilige Geist, wir werden die Zärtlichkeit spüren. Jetzt die Tage war es ja ziemlich kalt. Und einmal, als ich in meinem Bett lag, ich habe gerne Fenster geöffnet, ha? War draußen viel Wind, das war das eine. Aber dann habe ich immer wieder gespürt, so wie der Wind, also dieser frische Wind, obwohl es dann ja kalt draußen war, aber im Bett war ja warm, aber mein Gesicht so schön gestreichelt hat. Oh, das ist schön. Also das zu fühlen. Und so, glaube ich, ist der Heilige Geist jetzt schon bei uns im Wirken. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das ist jetzt wieder ein anderes Bild, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie sehr wünsche ich, dass es schon brennen würde. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes, die Liebe des Heiligen Geistes, die er uns schenken möchte. Warum? Er möchte, dass der gleiche Heilige Geist, der in ihm ist, auch in uns ist. Damit die Liebe, mit der der Vater ihn liebt, auch in uns ist. Und damit der Heilige Geist uns bestätigt, so wie bei der Taufe Jesu, der Heilige Geist sagt, du bist mein vielgeliebter Sohn. Der Heilige Geist, Paulus schreibt das in Römer 8, der Heilige Geist ist es, der in uns ruft, aber lieber Vater. Der Heilige Geist gibt uns die Bestätigung von uns selbst, würden wir sagen, ich bin unwürdig. Geht nicht, ich bin noch nicht bereit oder ich bin noch nicht reif. Und versteht ihr? Aber der Heilige Geist, er bestätigt in uns, was er tun will in uns und wer wir in Wirklichkeit sind, sodass wir auf einmal unsere ID, sagt man heute, unsere Identität bekommen, die wahre Identität. Und die will freigeschaufelt werden. Also Gott gibt uns unsere wahre Identität wieder, sodass wir nicht mehr die Lüge glauben. Du bist so und du bist so. Und wie oft haben wir das gehört? Hören wir auch von Gott, der sagt, du bist mein vielgeliebtes Kind, mein vielgeliebter Sohn, meine vielgeliebte Tochter. Ja? Kolosser, steht das im Kolosserbrief 1 und ich weiß nicht mehr genau was, oder 2,16 kann sein. Okay, jedenfalls Kolosserbrief. Und Jesus
als er hat den Jüngern immer gesagt, wartet auf den Heiligen Geist, habt Hunger nach dem Heiligen Geist. Und dann hat er später gesagt, ja, wartet in Jerusalem. Aber es hat so in Jesus gebrannt, dieser Wunsch, uns den Heiligen Geist zu geben. Das, glaube ich, ist eine wichtige Unterstützung für jeden von uns, dass wir wissen, Jesus hat mehr Verlangen danach, uns den Heiligen Geist zu geben, als du überhaupt Hunger, Durst und Sehnsucht haben kannst. Nach dem heißt er, ich muss hier was trinken, er hat mehr Durst nach uns, als wir je Durst nach ihm haben können. Alle, die das glauben, sagen, alle, die es nicht glauben, die sagen jetzt nichts. Die lassen sich Zeit zur Bekehrung, ja? Gott will niemand bloßstellen. Das tun wir auch nicht, aber ein bisschen dürfen wir schon Freude haben. Und dann sagt Jesus, bleib in der Stadt, bleib in der Stadt. Und was tut er an Ostern? Er kommt, Friede sei mit euch. Und dann jetzt nicht erschrecken. Er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Es war so starkes Drängen in Jesus, seinen Jüngern den Heiligen Geist zu geben, ihnen seine Lebenskraft, den Lebensorden, den übernatürlichen, ja, die übernatürliche Lebenskraft zu schenken. Und das ist nicht einfach nur eine Kraft, so etwas Esoterisches, so etwas Diffuses. Es ist eine Person, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist Liebe. Und er möchte in uns alles auffüllen, was in uns leer ist. Und nicht nur leer ist, er möchte uns ganz und gar durchdringen. Und Jesus sagt, ich möchte, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in euch ist, in dir ist. Als Christ können wir sind unfähig, Christ zu sein aus eigener Kraft. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen dürfen wir zu Jesus sagen, ja, Jesus, ich kann das nicht. Was muss ich jetzt tun? Wir suchen nach Rezepten, wir suchen nach allem Möglichen. Und jeder hat so sein Rezept, ja. Also man hat mich schon mal gefragt, ja, welches Evangelium würden Sie denn jetzt vorschlagen zu lesen? Wenn ich sage, dann lesen Sie Bibel. Also ich persönlich würde dann sagen, ja, lies Johannes-Evangelium. Aber das spricht mich an. Aber vielleicht ist es bei dir Markus oder bei dir ist vielleicht ein anderes Evangelium. Ja? Also jeder hat so seine Rezepte, seine Vorlieben. Und also dann bitte nicht zu viel, gebt euch nicht zu viele Rezepte gegenseitig. Und wisst ihr auch, ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Weil der andere dann meint, ja, aber das habe ich nicht. Das kann ich nicht. Verstehe. Und dann steht der wieder da, ja. Und ich? Versteht ihr? So. Und Gott möchte, dass wir, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und wir können nie so werden, wie die anderen sind. Das geht überhaupt nicht. Also Gott hat viel mehr Fantasie, also hat viel mehr Liebe, nicht nur Fantasie. Er will seine ganze Liebe zeigen auf je verschiedene Facetten. Durch jeden Einzelnen strahlt seine Liebe neu aus. Also wir können nicht copy-paste werden von, sag mal, oh, das ist aber ein guter Christ, ich möchte so werden wie er. Also dann würde ich sagen, stopp. Das Einzige, was ich erlauben würde, wenn ihr sagen würdet, ich möchte wie Jesus werden, dann würde ich sagen, okay. Dann würde ich grünes Licht geben, sagen, go. Ja, geh, dann geh, werde wie Jesus. Und den Frauen würde ich auch Erlaubnis geben, werde wie Maria, wenn die sagen, ja, go. Aber nicht werde wie Franz Müller. Habt ihr auch die Probleme von Franz Müller? Aber die seht ihr nicht, versteht ihr? Versteht ihr? Aber wir dürfen wie Jesus werden. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde jetzt ein Evangelium hervorholen, das ist in Lukas 20. Die Bibel dabei haben, sagen. Oh, das war aber. Habt ihr die Bibel wirklich dabei? Ja. Lukas 20:20, da hat der Herr mich auch überrascht bei diesem Evangelium. Ich war jetzt zu einem Einkehrtag irgendwo anders in dem schönen Bayern und war Lobpreis. Lobpreis war sehr gut. Und während dem Lobpreis, ich hatte was anderes vorbereitet, Bibel aufgeschlagen und dann Lukas 20.
Und ich lese jetzt das Evangelium, ich mache nur die Einleitung. Jesus hat ein Gleichnis gegeben von dem Weinberg und von diesen bösen Winzern, die dann die Diener erschlagen haben, getötet haben. Wir wollen alles an uns nehmen. Ah, da kommt der Sohn. Lass uns ihn erschlagen und dann gehört der Weinberg uns. Und jetzt geht das Evangelium los. Die Schriftgelehrten und die Hohenpriester hätten ihn gern noch in derselben Stunde festgenommen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie hatten gemerkt, dass er sie mit diesem Gleichnis meinte. Daher lauerten sie ihm auf und schickten ihm Spitzel. Habt ihr das hier in der Bibel gelesen? Ich habe es vorher nie gelesen. Oh, sie schickten ihm Spitzel. Da habe ich gedacht, boah, ist das hier so eine komische Übersetzung? Manchmal ist komisch übersetzt, muss man schon sagen. Aber es ist nicht komische Übersetzung. Im Griechischen, ich habe das interlinear nachgeschaut, da steht Spione, ist das Gleiche. Sie schickten ihm Spitzel, die sich frommstellen und ihn bei einer Antwort ertappen sollten. Denn sie wollten ihn der Gerichtsbarkeit des Statthalters übergeben. Ja? Die Spitzel fragten ihn, Meister, also ist euch aufgefallen, die sich frommstellten. Ha? Boah, das ist Pharisäertum, sich frommstellen. Und da müssen wir Horror haben, dass wir uns selbst frommstellen. Die anderen gehen uns nichts an. Ja? Wir selbst müssen aufpassen. Ja? Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest. Oh, die haben sich eingeschleimt. Ja? Und zwar sogar die Wahrheit, der redet wirklich aufrichtig und lehrst und nicht auf die Person schaust. Natürlich schaut Jesus nicht auf die Person, weil er uns liebt. Er sagt nicht, also dein Ansehen, das imponiert mir, das macht Eindruck auf mich. Nein, Jesus sieht die wahre Person in uns, wer wir in Wirklichkeit sind, mit unseren Schokoladen den anderen Seiten. Ja? Und dann sagt er, und wir wissen, dass du wirklich den Weg Gottes lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Habt ihr die Steuer bezahlt? Ja? Amen. Halleluja. Die sie nicht bezahlt haben, sagen jetzt nichts, aber die machen das in Ordnung. Okay. Öffentliche Beichte ist hier nicht, nein. Okay, und dann sagt er zu ihnen, er aber durchschaute sie, ihre Hinterlist, und sagte zu ihnen, zeigt mir einen Denar. Das war eine römische Münze und ein Denar war der Tageslohn, der Lohn, den ein Vater gebraucht oder Familie gebraucht hat, um das tägliche Brot zu haben. Diese römische Münze war verhasst für die Schriftgelehrten, die Pharisäer sagten, nein, römisches Geld, mögen wir dich einmal anschauen, ja. Das brennt in unserer Tasche, wenn wir es dann in der Tasche hätten, raus damit, weg damit. Ja? Und dann sagt Jesus, wessen Bild und Aufschrift sind darauf? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte er zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ja, ist nicht euer Geld, dann gebt es dem Kaiser. Wo ist das Problem? Dann gebt es zurück, wenn ihr mögt es ja sowieso nicht, zahlt eure Steuern. Und dann sagt Jesus etwas weiteres. Und das ist der Punkt, der uns interessiert und den Gott interessiert. Und gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört denn Gott? Was gehört denn Gott? Ist die Sonntagskollekte? Da gibt es diesen Witz, also wo dann der Rabbi und der Evangelische und der Katholische, die haben dann Kollekte gemacht, ja. Und der Evangelist sagt, ja, wir machen Kollekte und ja, das brauchen wir für die Gehälter. Ich weiß nicht mehr den Witz richtig. Ne? Und dann der Katholik sagt, ja, wir brauchen auch für unsere Gehälter. Oder? Und der Rabbi hat gesagt, wir schmeißen alles in die Luft und was runterkommt, Gott nimmt sich, was er will und den Rest hinbekommen wir. Hätte aber auch der Katholik sagen können oder der Evangelische. Ja. Okay. Gut. Was gehört denn Gott? Es geht um das Abbild. Auf dem Abbild, auf dieser Münze war das Bild des Kaisers, ja? Von Caesar, von Augustus oder anderen Kaisern. Und die Schriftlehrer haben so gleich verstanden. Es steht auf der ersten oder zweiten Seite der Bibel, und Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Gib Gott
Du bist Abbild Gottes, gib dich selbst Gott. Überlasse dein Leben Gott. Lass dich in die Hände Gottes fallen, so wie du bist. Jesus hat nicht gesagt, also, du musst zuerst dies oder jenes. Du bist und bleibst Abbild Gottes, unabhängig von dem, wie du als Abbild Gottes auch vielleicht nicht mehr ganz zu erkennen bist. Wo man die Handschrift Gottes in dir nicht mehr so erkennt, die Gravur, das Eingravierte, die Prägung nicht mehr erkennen kann. Aber er will, dass wir uns ihm geben, dann gib dich Gott hin. Und Gott wird, und das geschieht bei dem, wenn wir neu geboren werden, Gott zeichnet langsam unsere wahre Prägung ein. Er reinigt uns durch sein Wort und werden mehr und mehr in ihn verwandelt. Das ist Neugeburt. Wir kommen mehr und mehr in das Denken Jesu hinein, kommen mehr in seine Mentalität hinein. Ja? Dann sagt Jesus, ja, vergeben, wie oft muss ich vergeben? Und hat gemeint, er ist schon gut. 7-mal vergeben, oder? Wow, das war schon gut. Wir sind noch viel, bei uns sagt man dann, 3 Wünsche frei. Ja? 3-mal vergeben, das reicht. Und dann ist Schluss. Ja, okay. Und Jesus sagt, 7-mal, 70-mal. Da spüren wir, wie ein Graben ist zwischen unserem Denken und dem Denken Jesu. Also 7x70, das ist dann höchste Perfektion, das in einem Tag. Boah, das erlebt ja sowieso niemand von uns, dass er 70-mal, dann 7x70 genervt wird. Ja? Aber in die Mentalität Jesu hineinkommen. Ja? Und wenn jemand dir das Hemd nimmt, dann gib ihm auch den Mantel. Oh, ja. Versteht ihr? Wenn wir jetzt mal, ich wollte immer mal einen Kurs machen über die Bergpredigt, ich werde den auch vorbereiten. Also diese 3 Kapitel, 5, 6, 7 aus Matthäus, boah, das ist Mentalität Jesu. Da können wir was lernen. Und dann spüren wir, wie nah wir an Jesus sind und wir spüren auch, wie weit wir von ihm weg sein können. Aber dieses von ihm sich entfernt spüren, von ihm, von seine Mentalität, sage ich gerne, das kann schmerzlich sein. Aber dieser Schmerz kann heilsam sein, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich erkenne, ich bin noch ein Stück von dir weg. Ich bin noch nicht in deinem Denken, aber ich möchte dahin. Da war ein Pater in der Abtei, in der Benediktinerabtei in Clairvaux in Luxemburg und ein sehr intelligenter Mann, spiritual, und der hat uns auch dann Exerzitien gegeben vor der Diakonenweihe, glaube ich war es, und dann hat er ein Beispiel gegeben und das Beispiel ist mir geblieben. Also die hatten einen Bruder, also einen Frater, also jemand, der nicht Priester war, der hat Bauernhof, glaube ich, hat er gemacht, also wichtige Leute in einem Kloster, die auch diese Arbeiten dann wirklich tun, damit jeder leben kann, ja. Und dieser Frater, er wollte wirklich mit Gott leben, aber er war nicht intellektuell, er war kein großer Denker in dem Sinne. Aber ein liebenswürdiger Mann, hat er gesagt, und der hat gesagt, ja, ich möchte Gott mehr lieben. Und der Pater, der spirituell hat gesagt, hat mir Ratschläge gegeben, aber er war schlecht dran. Wie soll ich ihm das erklären, also Gott mehr lieben und so weiter. Denn eines Tages kam dieser einfache Bruder zurück und hat gesagt, ich glaube, ich habe die Stimme Gottes gehört. Oh. Und dann war er sehr, sehr interessiert, dieser Spiritual. Und da hat er gesagt, ja, dann erzähl mir. Ich habe gemeint zu vernehmen, dass Gott zu mir sagt, dein Wunsch bedeutet für mich die Realität. Wow. Dein Wunsch bedeutet für mich schon die Realität. Also, der Wunsch, den du in deinem Herzen trägst heute Morgen, der bedeutet für Gott schon Realität, dass du Gott hörst. Und er hat Gott gehört. Und ich glaube, bin überzeugt, dass jeder von uns Gott hören kann. Aber wir müssen dann auch dann sagen, ja, Herr, hier bin ich. Und einfach mal hinsetzen. Also bei mir ist das so, ich setze mich hin, Kirche oder zu Hause, Hauskapelle oder wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich meine Bibel, dann nehme ich mein Tablet und dann fange ich an zu schreiben, was ich dann vernehme. Also ich sage euch jetzt ein Beispiel aus der Erinnerung heraus, das ist mir geblieben. Da war Anbetung,
24 mal 7 in einer Stadt in Deutschland. Und eine Person, die konnte, die hatte sich eingetragen von 1 bis 4 Uhr morgens. 1 bis 4. Ich habe gedacht, bist du deppert. Und dann habe ich gesagt, die war so müde. Dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme. Ich war auch müde. Bin ich hin und dann habe ich zum Herrn gesagt, Herr, mein Körper ist hier, meine Seele schläft. Ich war ganz ehrlich, so ganz einfach. Ich hatte schon Brevier dann gebetet, Brevier für den ganzen Tag schon gebetet. Das war in der ersten Stunde, zweiten Stunde Rosenkranz und dann, oder nächste halbe Stunde. Und dann habe ich gesprochen mit dem Herrn. Und dann habe ich gesagt, Herr, so und so. Und dann hat Jesus gesagt, Franz, ich bin froh, dass du hier bist. Dass du nicht hier bist, um eine besondere Gnade zu bitten. Dass du nicht hier bist, um jetzt um Heilung oder was auch immer zu bitten. Und so kann ich selbst ganz dein Geschenk sein. Diese Worte, oh, dass Jesus sagt, ich kann ganz dein Geschenk sein. Also ich sage euch das in aller Bescheidenheit, das kommt nicht von mir und ich spüre, dass das wirklich vom Herrn kommt. Das ist nicht Erfindung, also so früh morgens kann ich noch nicht so denken, geht überhaupt nicht. Aber ich möchte euch einfach auf der einen Seite ermutigen und gleichzeitig herausfordern, euch hinzusetzen und zu hören auf den Herrn. So ganz einfach mit ihm, man könnte sagen, mit ihm Kaffee zu trinken. Ja, ja, bei ihm zu sein. Ich will hören, was Gott redet. Wer möchte hören, was Gott redet? Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Zurück zum Abbild Gottes. Also wenn wir, wie kann dieses Abbild Gottes in uns, wie können wir wieder diese Prägung bekommen? Durch das Wort Gottes. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Und dann die heiligen Sakramente, weil in den heiligen Sakramenten ist es die Person Jesus selbst. Und wir empfangen Jesus in der heiligen Kommunion durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der diese Gaben verwandelt in Brot und Wein. Was empfangen wir noch in der heiligen Kommunion? Das war für mich dann auch irgendwann eine Überraschung, aber nach Jahren, ich habe das nirgendwo gelesen, aber manchmal kam das mir so, ja, ich empfange ja auch Maria. Von wem hat Jesus einen Leib bekommen? Von wem hat Jesus Blut bekommen? Ja, von Maria, von einem Menschen. Ich empfange in jeder heiligen Kommunion Jesus und Maria. Ist das nicht wunderbar? Sodass dass meine defekten geistlichen Gene, durch Sünde oder durch Schwachheit defekt sind, dass die wirklich geistlich, dass ich geistlich erneuert werde und die DNA Gottes bekomme. DNA, das ist dann dieses genetische Programm, das wir haben. Ja? Und ihr wisst, wenn wir Möhren sehen, ja, was wächst dann? Ja, keine Tomaten. Ha? Und wenn wir Tomaten sehen, dann kommen Tomaten. Und wenn wir Wort Gottes sehen, dann kommt Jesus, kommt er. Und wir bekommen die DNA, die frische, reine, unverdorbene, also nicht mit irgendetwas chemischem verdorben oder so weiter, bekommen die DNA Jesu Christi. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Und wisst ihr, ich mag das so manchmal dann, diese Worte so auseinander zu bringen und zu erklären. DNA. Und man muss ja heute Englisch reden, damit jeder es versteht, ja, damit jeder weiß, was man meint. Ne? Und D steht für mich für divine, göttlich. Ja? D, divine. N steht für mich für nature, also Natur, göttliche Natur. Und das A, alle. Die göttliche Natur für alle. Dazu ist Jesus gekommen. Und da hat er alles in die Waagschale geworfen, seinen Geist, sein Leib, seine Seele, ja, seine ganze Existenz, damit wir in ihm und durch ihn erneuert werden. Jetzt ist die Frage, bin ich erneuert,
Bin ich neu geboren, ja oder nein? Wie kann ich erkennen, ob bei mir schon so etwas angefangen hat? Das erste Zeichen, klare Zeichen, ist dein Hunger nach Jesus. Das ist das allererste Zeichen, dass du dabei bist, neu geboren zu werden. Also, da seid ihr alle dabei. Ihr seid schon dabei. Sonst wärt ihr nicht gekommen. Versteht ihr? Ihr seid gekommen, ihr seid eurem Hunger nachgelaufen. Dem Hunger eurer Seele seid ihr nachgegangen. Nicht dem Hunger nach dem leckeren Kuchen da draußen. Ich weiß nicht, wie die Bayern schon so bei Frühstückkuchen, Torte, Sahne und dann jetzt noch um halb elf schon wieder und dann Mittagessen. Was essen wir heute Mittag? Kuchen. Also, da ticken wir Luxemburger doch ein bisschen anders. Ja. Aber gut, jedem. Aber lustig. Versteht ihr? Also, ihr seid nicht wegen dem Kuchen gekommen. Ihr seid wegen Jesus gekommen, weil in euch ein tiefer, tiefer Hunger nach Jesus ist. Und versucht nicht, diesen Hunger sogleich dann so irgendwie mit irgendetwas dann zu sättigen. Also, oh, das reicht mir, das ist gut. Lass den Hunger in dir wachsen, dass du sagst, ich will mehr. Und sei kein Kleinkrämer, Gott ist kein Kleinkrämer. Gott will dir mehr geben. Ihr kennt das Lied, all die Fülle ist in dir, oh Herr. Kennt ihr das? Und alle Schönheit kommt von dir, oh Gott. Ja, all die Fülle ist in dir, oh Herr. Die Schönheit, und Gott, du gibst mir diese Fülle. Du gibst mir diese Schönheit, die in dir ist. Es müssen wir uns bewusst sein. Und seien nicht kleinkrämerig. Und haben wir nicht diese falsche Bescheidenheit und sagen, ja, aber ich bin ein armer Sünderlein, ich bin aber noch so klein, ich bin, Also dieses, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Gott will aus seiner Fülle, will all seine Gaben und Gnaden, will er über dir ausschütten. Wie kann ich erkennen, ob ich neu geboren bin oder in diesem Prozess bin? Aber ich sage euch, das ist ein lifelong process, also ganz Leben lang wachsen wir in diesem Neugeboren werden. Und das ist eine Freude für Gott, wenn er uns schaut, oh, jetzt hat er das angenommen, oh, jetzt kann er da wachsen, oh, jetzt setzt er diese Charismen ein und. Wer von euch betet in Sprachen? Sprachengebet? Oh, wer möchte in Sprachen beten? Oh, so wenige. Hallo. Okay. Gut, sollen wir einen Sprachengebetkurs machen, einen Crashkurs? Ja. Crashkurs, okay. Also dann, okay, ist gut. Also erinnert mich daran. Also, wie erkenne ich, dass ich neu geboren bin? Dann, wer neu geboren ist, der, bei dem fängt eine Freude zum Gebet an, den zieht es zum Gebet. Der will beten, der kann nicht mehr ohne Gebet. Der sagt nicht, ah ja, jetzt müssen wir noch Tischgebet. Also die Nummer geht dann nicht mehr. Ich will beten, ich habe Freude am Herrn. Ich will ihm danken, ich will ihm preisen. Als ich dann zu diesem ersten Mal im Gebetskreis dann kam und ich habe gesehen, welche Freude die hatten und so weiter. Ich will das haben, was die haben. Und dann habe ich gehört, wie die beten, haben Gott gedankt für die Weltmeister. Aber ich konnte das nicht. Und dann haben ich gesagt, ja, ich möchte das lernen. Dann haben einige von diesen Jugendlichen sich um mich herum gesetzt, haben für mich gebetet und Druck auf mich gemacht. Ich habe gesagt, hören die bald auf jetzt, die haben sie fest gedrückt, ja, mit der Hand. Als ob man mit der Hand, mit Druck da was einhämmern kann. Ja, aber ihr Gebet war, danke Herr für den Frenz, dass er dies, danke, dass der Frenz das. Hä? Ich habe nur gestaunt, was die alles über mich wussten, ich habe es nicht selbst gewusst. Aber die haben es auch gut gemeint, sagen wir mal so. Und dann habe ich gelernt zu danken. Ich habe dem Herrn gedankt für die Schönheit der Natur. Ich habe gedankt für das Singen der Vögel. Ich habe gedankt für Zahnpasta. Ich habe für alles gedankt dem Herrn. Es war schön, aber es war gute Übung. So bin ich, oh, und dann Freude am Gebet, ja. Und auch am persönlichen Gebet, dass ich mit dem Herrn sein wollte. Also auch in Gemeinschaft, zusammen singen, beten, so. Ja, wo dann richtig Freude ist, ja. Und dann war es auch kein Problem, wenn dann ein paar Strophen mehr gesungen wurde. Ne? So früher war es so, ja, die Uhr hat getickt, ja, wann hört es denn bald auf, ja. Ich muss die Nachrichten, die Abendnachrichten schauen und so weiter. Ne? Also, der hat Freude, Zeit mit Gott zu beten, zu verbringen. Wer neu geboren wird oder ist oder im Prozess ist, wir sind alle im Prozess, komm, wir bleiben dabei. Wer im Prozess ist, der möchte mehr von dem Wort Gottes verstehen. Und das Wort Gottes wird immer mehr lebendig für ihn, sodass er sieht, das Wort Gottes, und es berührt ihn. Und ich darf euch ja Folgendes sagen,
heute Morgen, als ich das Evangelium von dem heutigen Tag, die Lesung gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, was sage ich denn heute den Leuten zu diesem Evangelium? Dann war es für mich noch so wie verschleiert. Ich selbst muss mich dann auch noch ein bisschen hinsetzen und das an mich heranlassen. Aber das ist schön, auf einmal, dann schlüsselt es sich auf das Wort Gottes. Heute zum Beispiel im Evangelium sagt Jesus, das ist der Schlusssatz vom heutigen Evangelium, und um alles, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Also tun wir dann einfach bitten. Herr, dann gib mir dieses Verständnis für dein Wort. Dann gib mir die Salbung des Heiligen Geistes. Dann gib mir Sprachengebet. Aber viele sagen, ja, Sprachengebet, das ist ein bisschen dubios. Und ja, ich werde später noch mehr davon erzählen. Ja? Ja, und wer neu im Prozess ist, neu geboren wird, der sagt, ja, irgendwann kommt er auf den Punkt, wo er sagt, ja, ich möchte Gott jetzt wirklich persönlich kennenlernen. Nicht mehr Secondhand. Ja? Wir mögen ja auch nicht alle Secondhand-Kleider tragen. Oder wer mag nur Secondhand, der sagt Halleluja. Die Begeisterung ist so groß, so überwältigend. Also, ich möchte Gott firsthand, also erste Hand kennenlernen. Und ich habe viele gute Predigten gehört, ja. Und ich mag auch gute Predigten, aber ich mag auch noch hören, was Gott mir persönlich dazu sagt. Wisst ihr, was lustig ist? Das ist aber jetzt kein Eigenlob, das sage ich zur Ehre des Herrn. Dann oft, das kommt das vor, während der Predigt, dann höre ich mir selbst zu. Dann fällt mir auf, ich sage da Dinge, die ich nie vorher gehört, nie vorher gesagt habe. Es ist der Geist, sagt Jesus, der in der Stunde selbst euch eingibt. Also vor Gerichten und so weiter, aber auch bei Predigt. Der Geist selber gibt euch Dinge ein. Ja, und das ist wunderbar. Ja, und dann hat Gott mir noch ein Bild gezeigt. Er erinnert mich immer wieder an dieses Bild. Gestern Abend habe ich vergessen gehabt. Aber ich habe gesehen, so wie ein Bild, so, ihr kennt diese kleinen Fische auf den Autos, ja, für Christen, ja. Okay, und ich habe so, also da sind einige so kleine Fische, die fühlen sich so klein und die haben kein Wasser, die sind fast am Vertrocknen. Ja, wer sind diese Fische? Wer spürt sich so vertrocknet, so außerhalb vom Wasser? Von draußen jemand? Darf reinkommen, wer sich so fühlt, so vertrocknet, so am Ufer, irgendwo. Ihr seid alle im Wasser. Gut, ist gut. Okay. Aber es gibt ein paar kleine Fischlein und das ist nicht zu einer Demütigung, das ist zur Auferbauung. Ihr dürft auch später dann privat zu mir kommen, aber dann bitte nicht der ganze Saal. Ich werde nur die ersten drei annehmen. Ja. Okay. Gut. Okay. Wer neu geboren wird, wird ein dankbarer Mensch. Der sucht nicht das Nächste und das Nächste. Der kann sich freuen an dem, was von Gott schon gegeben ist. Er freut sich auch über die Fähigkeiten von anderen Menschen. Er kann sich darüber freuen, dass der kann das gut, der kann das. Und da gibt es keine Konkurrenz, da gibt es keine Eifersucht, kein Neid. Und er kann sich einfach freuen. Also ich habe Priester kennengelernt, also ich finde das super, die so aufbauend sind. Ich habe auch andere kennengelernt, die nicht ein Wort des Dankes oder der Anerkennung sagen können, wenn man irgendwo war und hat dann, ja, bei einer Wallfahrt so, null Wort, kein Kommentar. Also weder das eine noch das andere. So, also, boah. Aber es gibt auch die Priester, die aufbauen. Also, wo Priester aufbauen, das ist super. Und so muss es bei uns allen sein. Ihr seid ja nicht Priester, aber Gott hat euch Fähigkeiten geschenkt und ermutigt euch gegenseitig. Das ist auch ein Zeichen von neugeboren sein, das zu sehen, ja, Gott hat dem das geschenkt und der tut das wirklich gut. Also ich danke euch, dass ihr Charismen einsetzt, Gitarre, Geige, Stimme und so weiter, dass ihr die Stimme noch nicht abgegeben habt. Also wirklich, und so hat jeder seine Fähigkeiten, ja. Wer im Geist und mit dem Heiligen Geist unterwegs neugeboren, der wird auf einmal sich bewusst werden, oh, urteilen, beurteilen, verurteilen geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, ich bin wieder bei Bergpredigt, wird auch euch zugemessen werden. Versteht ihr? Und
Das geht dann überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was schön ist? Man entdeckt die Splitter in seinen eigenen Augen. Es müssen ja nicht unbedingt Balken bei uns sein. Aber wenn wir die Splitter bei dem anderen sehen, dann haben wir ein Brett vom Kopf. Dann haben wir den Balken. Ja? Und, ja. Und wir sind nicht berufen zu verurteilen, sondern helfend unterstützen und heilen. Aufrichten, ermutigen. Es gibt, wisst ihr, was die schlimmste Versuchung ist? Das ist nicht der tolle bayerische Kuchen. Das ist nicht die größte Versuchung. Auch nicht die Schokolade. Eine von den größten Versuchungen ist die Entmutigung, wo man sagt, ich habe so oft, jetzt bin ich so oft zur Beichte, so oft zur Seelsorge, so viel Predigten, so lange unterwegs, jetzt schmeiße ich alles hin, hat keinen Wert. Ich habe diese Reaktionen bei manchen erlebt. Entmutigung. Im Kleinen, aber auch im Großen. Es gibt auch diese versteckte Entmutigung, wo man sich dann nicht traut, aus diesem... wirklich zu äußern. Gut. Wer neugeboren ist, der hat Freude am Dienst. Der will dienen. Den braucht man nicht sagen, ja, könntest du mir bitte helfen? Also das war bei mir, ich habe es gestern erzählt, das war auf einmal so natürlich geworden. Spülen habe ich überhaupt nicht gemocht. Ich habe dann gerne gespült. Ich habe bei charismatischen Treffen oder auch in, ich bin freiwillig ins Internat gegangen. Da war für 100 Jungs, die da gegessen haben, waren Teller, Löffel und so weiter, ganz Besteck, zu spülen. Anstatt dass die Schwestern, die Ordensschwestern das dann gemacht haben, waren wir zu ein Paar, wir haben gespült. Dann ging es ratzfatz, ging das. Das war schön. Später auch bei Treffen. Also ich habe mich hindurch, ich sage nicht gedient, weil ich musste. Ich hatte Freude zu dienen. Ja? Ich kann was. Boah, das ist ein Zeichen, dass man dabei ist, neu geboren zu werden. Also ich, wer sagt jetzt Kyrie Eleison? Keiner. Ja. Der wird auch nicht fragen, wann engagieren sich die anderen? Wann werden die warm? Wann sind die dann bereit, also auch solches zu tun? Er fragt vor allen Dingen, er sucht vor allen Dingen, Gott zu gefallen. Und Paulus sagt, Galater 1,10, und wenn ich noch suchte, den Menschen zu gefallen, bin ich kein Diener Jesu Christi mehr. Und der heilige Pfarrer von Ars, ich mag den. Den mag ich. Ja. Der war, hat auch seine Probleme mit Lernen. Er hat gesagt, mein armer Kopf. Ja. Und der wurde ein jüngerer Student oder so, ja, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Bist du so dumm, dass du das nicht kapierst? Und er war schon über 20, glaube ich. Da, so ein Kleiner, so ein Jünger, hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Ja. Und Pfarrer von Ars hat gesagt, ein Mensch, ein Christ sucht nicht, den Menschen zu gefallen, auch nicht einigen Menschen, sondern er sucht nur Gott zu gefallen. Ja. Wenn man Freude, wenn man neu geboren wird oder im Prozess ist, dann hat man Freude an Gemeinschaft. Dann will man mit Menschen zusammen sein, die auch glauben. Und Petrus, oder nicht Petrus, in der Apostelgeschichte heißt es, und sie haben sich getroffen, um die Lehre der Apostel, das Brechen des Brotes, die Gemeinschaft. Sehr wichtig. Und im Hebräerbrief schreibt Paulus, und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft mit anderen. Jesus hat seine Jünger zu zweit und zweit, dritt und dritt ausgeschickt. Sie sollten Gemeinschaft haben. Christen, wir Christen sind keine Einzelkämpfer. Wenn wir so Einzelkämpfer sind, dann sind wir für den Gegenspieler, den Feind, sind wir leichte Beute. Ja? Und vier Augen sehen mehr als zwei Augen, versteht ihr? Und dann kann sehr oft Stolz und dann auf einmal Bitterkeit und Verurteilen kommen. Bin ich ein armer Tropf? Aber wenn man zu mehr ist in Gemeinschaft, das gibt dann ein gesundes Gegenwicht. Und man ist dann nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Wer neugeboren wird und im Prozess ist, der hat Freude und immer mehr Freude an der Heiligen Messe. Er will Jesus. Er will wie Jesus werden. Und das ist legitim. Gott will, dass wir wie Jesus werden. Sein Abbild, dass wir es endlich annehmen können. Der hat auch Freude am Gebet, an der Anbetung, auch sehr wichtig. Und wisst ihr, Anbetung, ich sage das nur noch ganz kurz, also Anbetung vor dem Allerheiligsten ist so etwas Großes. Oh, ihr kennt das, bin ich überzeugt. Wenn wir Jesus in der heiligen Eucharistie, in der Monstranz sehen, dann sehen wir Jesus in seinem Todesleiden. Bei der heiligen Messe, die Hostie beim Brechen des Brotes, dann
Es gibt diese eucharistischen Wunder, so muss ich anfangen. Lanciano, es gibt hier in Polen, Legnitz, vielen anderen Orten. Und man hat diese, man hat Blutproben gemacht, immer AB, ja, die Blutgruppe AB. Und dass die Hostie sich verwandelt hat in Muskel, ist immer Herzmuskel. Und die Gerichtsmediziner haben festgestellt, es ist ein Herzmuskel in Agonie, im Sterben, im Todeskampf. Das heißt, Jesus ist da im Todeskampf vor uns, mit, wirklich mit aller Liebe, alles. Jetzt, ich bin bereit für dich zu sterben. Boah, das hat mich wirklich, ja, das hat mich geflasht, muss man sagen heute. Das hat mich getroffen, ist durch mich gegangen. Jesus in Agonie vor mir. Und dann bin ich dann, oh, ich habe es aber jetzt schwer bei Anbetung. Lass dich von Jesus einfach anschauen. Muss nicht viel tun, aber er tut in dir. Wir werden in den verwandelt, den wir anschauen. Wir werden in den verwandelt, den wir bei der Heiligen Eucharistie aufnehmen. Und mit Jesus nehmen wir den Heiligen Geist auf. Und so werden wir von Gebet zu Gebet, von Anbetung zu Anbetung, von Heiliger Messe zu Heiliger Messe, von Beichte zu Beichte, werden wir verwandelt in den, den wir berühren. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, dann werde ich geheilt. Und wir haben mehr als den Saum des Gewandes hier. Wir haben ihn selbst, er selbst in uns. Er berührt uns, er umarmt uns von innen. Und ja, vielleicht noch dieses zum Schluss aus dem im Alten Testament, da ist die Neugeburt eigentlich auch versprochen worden. In Ezechiel 36, da sagt Gott, ich hole euch raus aus den anderen Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern, bringe euch in euer Land, da wo ihr hingehört, also wo ihr wirklich hingehört, was eure Heimat ist. Ich gieße reines Wasser über euch aus, den Heiligen Geist, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit, von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Fleisch aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Geboten und Gesetzen folgt, auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab, was euch wirklich hört. Dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Nimm es einfach so an. Sagst du, Herr, du hast es versprochen, ich bin Kandidat für Neugeburt. Ich bin Kandidat. Du darfst mich mit der Kraft, mit der Freude des Heiligen Geistes ganz erfüllen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.